In diesem Video teste ich von Maxi Nutrition die Crunchy Nut Butter Riegel in den Sorten Double Dark Chocolate und Salty Peanut. Der Riegel besteht zu 46% aus Erdnüssen, 12% Mandeln sowie Zartbitterschokolade und Sojaprotein-Crispies. Vom Geruch her duftet er schon mal sehr angenehm nach Erdnüsse und Schokolade. Die Konsistenz des Riegels ist eine Mischung aus knackig, leicht knusprig und auch ein bisschen zäh. Die dunkle Schokolade befindet sich auf dem Riegel als Deko und auch unterbei ganz hauchdünn. Der Erdnussgehalt bei der Salty Peanut Variante ist etwas höher. Er beträgt 58%. Hier wurde weiße Schokolade verwendet, die wie beim Vorgänger oben auf dem Riegel sowie unterbei vorhanden ist. Des Weiteren befinden sich hier auch Sojaprotein-Crispies in der Masse, allerdings hier in einer helleren Variante. Die Konsistenz ist bei dieser Sorte trotz der enthaltenen Crispies viel knackiger und kompakter. Der Riegel schmeckt wie erwartet nach dunkler Schokolade und gleichzeitig auch sehr intensiv nach Erdnuss. Der Süßgrad ist hier optimal dosiert worden. Es ist weder zu wenig süß noch zu viel. Durch die unterschiedlichen Konsistenzen habe ich mich sehr stark an einen Müsli-Riegel erinnert gefühlt. Auch vom Geschmack her hat es was vom Müsli. Von meiner Seite her ist dieser Riegel absolut empfehlenswert. Bei diesem Riegel bekommt ihr genau das geboten, was draufsteht. Einen kräftigen Erdnussgeschmack mit einem feinen Salzaroma. Die Konsistenz ist hier tatsächlich um einiges härter. Daher meine Vorwarnung, ihr solltet auf jeden Fall ein gutes Kauwerk haben. Die Süße passt hier sehr gut, die ist nicht so aufdringlich. Die weiße Schokolade geht hier leider etwas unter, ist aber auch nicht wirklich viel auf dem Riegel bzw. unterbei vorhanden. Von meiner Seite her eine absolute Empfehlung an alle, die gerne gesalzene Erdnüsse mögen.